Nixenpuppe. In der alten Mühle, die von einem Seitenarm des großen Flusses getrieben wurde, spukte es. Das war nicht sehr verwunderlich, denn es hatten sich in ihr schon allerlei schauerliche Dinge begeben. In alten kriegerischen Tagen hatten Landsknechte den damaligen Müller in einem zugebundenen Mehlsack unter sein eigenes Mühlrad geworfen. Später hatte sich ein ungetreuer Geselle aus Furcht vor der nahenden Entdeckung seiner Mehldiebstähle auf dem alten Mühlboden erhängt. Und immer ab und an hatte der Strom eine Wasserleiche vor das Gitter gespült, das Schilf, Holzstücke und andere schwimmende Dinge von dem Mühlrad fernhalten sollte. Gesehen hatte bisher niemand das Mühlengespenst, aber seine Spuren waren auf dem mehlbestaubten Fußboden leicht zu erkennen. Es waren da des Morgens Abdrücke wie von Menschenhänden, sodass die Müllersgesellen erzählten, das Gespenst ginge dauernd auf den Händen. Auch sei stellenweise der Mehlstaub wie mit einem Besen befreit gewesen. Nachts ging natürlich niemand gern auf die Böden, auf denen sich die Spuren zeigten, besonders wenn man dann von dort öfters ein jämmerliches Seufzen und Stöhnen hörte. Selbst tagsüber mied man sie, zumal man nur allerhand Gerümpel und selten gebrauchtes Material dort lagerte. Nur die kleine Ingeborg, des Müllers Töchterlein, stöberte manchmal mit klopfendem Herzen zwischen den alten 7 Sachen umher. Sie wusste noch nicht, was ein Gespenst sei und war deshalb mehr von Neugier als von Furcht erfüllt. Eines Tages sah sie jedoch zwischen dem Gerümpel verborgen etwas so Unheimliches und Seltsames, dass sie erschrocken zurückfuhr, schnell die Treppen hinuntereilte und von der Stunde an nie wieder die oberen Böden betrat. Die Eltern bemerkten zwar mit Besorgnis, dass Ingeborg einige Tage lang ungewöhnlich blass war und auch mitunter im Schlaf aufschrie. Da sich dieses aber bald wieder gab und ihr Töchterlein seine rot leuchtenden Bäckchen und strahlenden Augen wieder bekam, beruhigten sie sich. Auch Ingeborg selbst vergaß ihr unheimliches Erlebnis recht schnell, besonders da ihr ein Spielzeug geschenkt wurde, das sie wohl zu Weihnachten, aber jetzt mitten im Sommer nimmer erwartet hätte. Nämlich eine schöne Puppe. Inge hatte sie auch nicht von ihren Eltern erhalten, sondern von Dirk Stoffers. Dirk, ein Müllergeselle, hatte sie, als er das angetriebene Schilf entfernen wollte, vor dem Stromgitter aufgefischt. Sie war unter Wasser gewesen und wäre mit ins Mühlrad gekommen, wenn sie nicht mit den Haaren an einer der Gitterstangen festgehangen hätte. Der Geselle erzählte, wie er sich auf dem schmalen Stege, unter dem das klare Wasser dahinzog, hätte platt auf den Bauch legen und so tief er konnte mit aufgekrempelten Ärmel ins Wasser hineinlangen müssen, um die Puppe zu kriegen. Es war aber auch der Mühe wert gewesen. Ingeborg hatte schon manche hübsche Puppe gehabt, aber eine mit solch reizendem Gesichtchen wie diese noch niemals. Es kam ihr vor, als sei es überhaupt keine Puppe, sondern ein richtiges Kindchen. So natürlich war das Gesicht, so klug blickten die hellen Augen. Dabei hatte sie ein grünseidenes, mit weißen Seerosen besticktes Kleidchen an. Nun schade, dass ihre Haare auch grün waren. Dirk Stoffers meinte, das sei wohl vom Wasser gekommen, dadurch sei die ursprüngliche Farbe zu grün geblichen. Inge grämte sich aber nicht viel über diesen Schönheitsfehler ihrer Musina. Den Namen hatte Dirk vorgeschlagen, weil sie ja gleich Moses aus dem Wasser gezogen war und wurde nicht müde, mit ihrer Sina zu spielen. Eines Abends, als die Mühlräder stillstanden und nur ab und zu einzelne Tropfen in den jetzt spiegelblanken Flussarm jenseits der Mühle hinunterleckten, als schon die Schwalben sich die letzten Mücken zum Abendbrot fingen und die Fledermäuse in ihren Schlupfwinkeln unter dem alten Strohdach sich regten, saß Inge auf der Brücke hinter der Mühle und schaute in den goldenen Abend hinaus,
während sie ihrer Puppe ein Schlummerliedchen sang. Da hörte sie plötzlich ein Rauschen, Plätschern, Tropfen und sah mit überraschten Augen, wie ein schönes Nixenkind emportauchte und mit den wassergrünen Augen suchend um sich blickte. Es schien Inge nicht bemerkt zu haben, tauchte wieder unter. Und diese konnte sehen, wie die weißschimmernde Brust und der silberschuppige Leib mit dem Fischschwanz sich über den dunklen Grund des Gewässers hin und her bewegte. Nach einiger Zeit, während welcher Inge starr vor Staunen sich nicht zu bewegen wagte, tauchte es wieder auf und schaute wieder um sich. Dieses Mal mit einem Gesicht, das dem Weinen nahe schien. Da rief Inge ihr leise zu: »Hast du etwas verloren, Wasserkind?« Beim Klang der menschlichen Stimme war die Nixe erschrocken in die Tiefe geschossen, kam dann vorsichtig wieder nach oben geschwommen, und da sie sah, dass nur ein kleines Mädchen da war, tauchte sie abermals hervor und sagte: »Ach, meine Puppe, meine liebe, süße Schwanhild!« Da zweifelte Inge nicht einen Augenblick, dass ihre Sina die verlorene Nixenpuppe sei, und warf sie der Nixe in die schnell zum Fangen erhobenen Hände. Da leuchteten die Augen des Nixenkindes vor Glück und Freude. »Du Liebe«, flüsterte es mit zärtlicher Stimme, »komm, gib mir deine Hand, dass ich dir danken kann«, und streckte die Arme nach Ingeborg aus. Ingeborg kletterte vorsichtig die schlüpfrige Treppe zum Wasser hernieder. Das Nixenfräulein fasste ihre zarten Hände mit hastigem Griff, und ehe Inge wusste, wie ihr geschah, war sie mit unter Wasser gezogen. Und nun glitten beide wie große, hellschimmernde Fische aus dem Flussarm hinaus in das tiefere Wasser des breiten Stromes hinein. Als Inge untertauchte, hatte die Nixe sie geküsst. Und nun war es ihr, als sei auch sie im Wasser heimisch. Und es machte ihr ordentlich Vergnügen, mit Armen und Beinen rudernd, so schnell mit ihrer neuen Freundin durchs frische Wasser dahin zu streichen. An der tiefsten Stelle des Flusses öffnete sich, zwischen hohen Stromgewächsen verborgen, ein enger Schacht, aus dem eine matte Helligkeit hervorschimmerte. Sie tauchten hinein und gelangten bald in einen weiten Säulengang, dessen grünliche Wände leuchteten wie bleiches Mondlicht. Am Ende des Ganges hielt ein alter Wassermann mit seinem Dreizack Wache, der ehrerbietig sich neigend die beiden hinausließ. Hinaus in eine wunderbare Weite, erfüllt von kristallklarem Wasser. Auf dem Grunde leuchteten die herrlichsten Blumen, Rosen, Hyazinthen, Tulpen und Lilien, schöner als Ingeborg sie auf der Oberwelt gesehen. Auch zwischen den ragenden Kronen von Obstbäumen schwammen sie hindurch. Dicke Weinreben rankten bis oben hin und ihre lodernden grünen und blauen Trauben prangten Seite an Seite mit den schönsten Äpfeln, Pfirsichen und Birnen. »Dies ist unser Garten«, sagte das Nixlein. »Hast du Appetit, so isst nur so viel du willst.« Ingeborg aber vergaß das Pflücken, da sie sich den Säulenhallen eines herrlichen Palastes näherten. Hoch ragten geschliffene Kristallpfeiler, die auf ihren schön verzierten Knäufen die weiten Dächer trugen, übertürmt von schneckenförmigen, gewundenen, prächtigen Kuppeln, palmuttglänzend in dem sanften, grünlichen Licht, das alles umwob. In einem glänzenden Saale des Schlosses saß auf goldenem Thron eine schöne Wasserfrau, umgeben von zahlreichen Nixen ihres Gefolges, die sich alle vor den anschwimmenden Prinzessinnen neigten und Ingeborg mit erstaunten Augen anstarrten. Auch die Nixenkönigin schaute nur Ingeborg an. »Ei, Lillilei, das ist ja fein«, rief sie dann, sprang plötzlich auf und schwamm eilends auf Inge zu. »Halt, Mutter, nein, das darfst du nicht«, schrie Lillilei. »Sie ist nicht freiwillig gekommen, ich habe sie nur als Spielgefährtin mitgebracht.« »Sieh nur, Mutter, sie hat mir meine liebe Puppe wiedergegeben, die bei der Mühle angetrieben war. Ist das nicht lieb von ihr?
Oh, ich habe Ingeborg so lieb, so lieb. Du darfst ihr nichts tun, Mutter. Damit schlang das kleine Nixenmädchen seine Arme liebkosend und schützend um Ingeborg und zog sie von dem Throne fort. Ingeborg war ganz blass geworden vor Schrecken, denn die Wasserfrau hatte sie so eigentümlich gierig angeschaut, wie wohl eine Schlange auf ein Vöglein blickt, das sie verschlingen möchte. »Ach so«, sagte sie und ließ sich wieder auf ihren Thron nieder, indem sie mit flatternden Augen bald auf Ingeborg, bald auf ein schwimmendes Perlenhalsband schaute, das von ihrem schwanenweißen Hals auf ihre schöne Brust herabhing. »Bitte, liebe Mutter, versprich mir«, bat Lilielei darauf. »Nun, meinetwegen behalt sie«, sprach sie dann leise. »Aber zurück nach oben darf sie niemals mehr. Ich werde Koaman Befehl geben.« So war die arme kleine Ingeborg ins Nixenreich gekommen und merkte nichts von ihrer Gefangenschaft. Denn sie hatte durch den Kuss der kleinen Nixe Vater und Mutter und die ganze Oberwelt vergessen. Sie spielte Tag aus, Tag ein mit der kleinen Lilielei in den prächtigen Gärten, aß von den herrlichen Früchten, tanzte mit den übrigen Nixen im lustigen Ringelreihen, jagte hinter bunt schillernden Fischen und wand Kränze aus schönen Blumen. Diese setzte sie Lilieleis Mutter aufs Haupt, indem sie ganz leise von hinten heranschwamm und sich schnell wieder entfernte, denn sie fürchtete die Nixenkönigin noch immer ein wenig. Einst saßen die beiden Freundinnen auf einem fruchtbeladenen Kirschbaum, schmausten und wollten sich halb totlachen über einige würdige alte Karpfen, die auf jeden Kirschstein gierig zustürzten und ihn gleich darauf enttäuscht wieder ausspuckten. Plötzlich wurde Ingeborg ernst. »Du Lilielei«, sagte sie, »was wollte deine Mutter von mir, als sie mich zum ersten Mal sah? Ich möchte sie so gern lieb haben, weil es deine Mutter ist, aber ich habe damals so erschrocken, dass ich noch immer bange bin, sie anzuschauen.« »Du brauchst dich nicht zu fürchten, liebe Inge. Mutter meinte damals nur, du seist eine, die ins Wasser gesprungen sei, um sich zu ertränken. Solchen darf sie nämlich ihre Seele wegnehmen und sie bis zum jüngsten Tage aufbewahren. Hast du wohl ihre schöne Perlenkette bemerkt? Sie fügt gerne eine neue Seelenperle hinzu, um zugleich eine neue Dienerin zu erhalten, eine neue Untertanin ihres Königreichs.« »Bin ich denn auch eine Nixe?«, fragte Ingeborg mit sinnenden Augen. »Du bist mein süßes kleines Seelchen, meine liebe Inge«, sagte Lilielei und umarmte und küsste sie. Doch Inge war noch nicht ganz beruhigt. »Warum ist deine Mutter denn immer so traurig? Ich habe so oft versucht, ihr mit meinen Kränzen eine Freude zu machen, aber sie hat nie auch nur gelächelt«, und sah im Augenblicke selber ganz betrübt aus. »Mutter muss doch immer so viel daran denken.« »Woran denken?«, fragte Ingeborg weiter. »Ach, an meinen kleinen Bruder Eoli, der von einem feindseligen Wassermann in einen hässlichen Salamander verwandelt wurde und seitdem verschwunden ist.« Zwei schimmernde blaue Perlen fielen ihr statt Tränen aus den Augen und sanken auf den blumigen Grund. »Komm, liebe Inge«, sagte sie dann, »wir wollen nicht mehr traurig sein. Lass uns durch den Gang auf die Oberwelt schwimmen, wo diese himmlische Sonne auf gelbe Teichrosen und weiße Murmeln herniederlacht. Dort werden auch wir wieder lachen lernen.« »Aber ich darf ja nicht mit, Lilly. Du weißt doch, was deine Mutter damals sagte. Und auch wird Koaman mich nicht durchlassen.« »Ach was, das hat Mutter nur in der ersten Hitze gesagt. Und mit Koaman will ich schon fertig werden. Warte nur ein wenig, dann hole ich dich ab.« Damit glitt Lilielei durch Laub und Früchte des Kirschbaums hindurch, während die Karpfen mit jappenden Mäulern ihr nachglotzten. Lilielei schwamm zu Koaman, nickte ihm grüßend zu und fragte, wie es ihm ginge. Der Alte fühlte sich geschmeichelt durch solche Freundlichkeit des Prinzesschens. Er bedankte sich grinsend und fragte, ob er ihr wieder, wie es öfter tat, eine Geschichte erzählen sollte. »Nein, lieber Koaman, diesmal will ich dir etwas vorsingen, ein schönes neues Lied, das ich mir ausgedacht habe.« Dann sang sie ein Zauberlied, das jedes Wesen, welches darauf lauschte, zum Einschlafen zwang.
Es blitzen so silbern die Wellen im See. Hell leuchtet das Mondlicht aus blaudunkler Höhe. Wir wiegen und schmiegen die Glieder im Tanz. Es ziert uns die Locken von Mummeln ein Kranz. Es atmet im Schilfe der Nachtwind so leicht, dass grüßend zum Bilde im Spiegel sich neigt. Vom Winde das süßeste Lied uns entquillt, das alles in Schlummer und Träumen einhüllt. Es schlummern die Vöglein im Dickicht und Rohr, es schläft die Libelle, das Rehlein im Moor, kein Bienlein mehr summelt im Garten und Wies, kein Wassermann brummelt, er schläft ja so süß. Und so war der alte Koaman in wenigen Minuten tief eingeschlummert und sah nicht, wie zwei hellschimmernde Leiber an ihm vorüberglitten in die grüne Dämmerung des Ganges hinein. Oben durchkreuzten sie das klare Flussbecken nach allen Richtungen und freuten sich des Spieles der Wolkenschatten auf dem hellen, muscheligen Sandgrund. Auch trieben sie allerlei Mutwillen, schwammen in die Wette mit schnell segelnden Schiffen, pochten behutsam an den Wandungen der Boote und rissen an den Unterketten, dass die Fischer sich über das plötzliche Schwanken ihres Fahrzeugs verwunderten. Als aber das helle Abendgold auf den Wassern lag, die Mücken zu tanzen und die Fledermäuse zu flattern begannen, sprach Lilielei: »So, liebe Inge, nun will ich hin und Koaman in Schlaf singen, damit du unbemerkt heimkehren kannst.« Danach entglitt sie ins Pflanzengewirr, das dem Eingang zur nächsten Welt verborgen hielt, um nach kurzer Zeit auch Inge abzuholen. Von jetzt an waren sie oft und oft zusammen auf der Oberwelt, lagen flüsternd hinter dem Schilf oder unter den großen, runden Blättern der Teichrosen, horchten im lustigen Zwitschern der Rohrsänger, ergötzten sich am Fluge der Libellen und tanzten in Eintagsfliegen. Eines Abends jedoch, als Lilielei Ingeborg nachholen wollte, nachdem ihr Koaman im Schlaf gesungen war, war dieser verschwunden. Ängstlich suchte sie sie allenthalben. Schnell wie ein Fisch strich sie durch die abenddunklen Fluten. Aber der Mond und die Sterne zogen herauf und von Ingeborg war noch immer keine Spur zu finden. Endlich aber hörte sie ein herzzerreißendes Weinen und Schluchzen und fand Inge am Ufer liegen, neben einer Trauerweide, die sich über das Wasser beugte. »Ach Mutter, meine liebe Mutter«, jammerte sie, »hier an der Weide hat sie gestanden und um mich geweint. Ich sah ihre hellen heißen Tränen in die kühl dunkle Flut fallen.« Als Lilielei solches hörte, erschrak sie sehr, denn sie wusste, dass durch die Tränen der Mutter, die sie ins Wasser fielen, der Zauberbann des Vergessens von Ingeborg abgeglitten sei. Nun erinnerte Ingeborg plötzlich ihr ganzes früheres Leben, die väterliche Mühle und alles, was sie dort am Glück und Freude erfahren hatte. »Ach, Lilielei«, bat sie, »nimm deinen Zauber von mir, gib mir erlaubt, dass ich zurückkehren darf zu meinen lieben Eltern.« Aber Lilielei war eine Nixe und wusste nicht, was Kindesliebe sei. Sie packte Inge an der Hand und zog sie mit sich in rasender Eile, denn sie fürchtete, Koaman möchte inzwischen erwacht sein. Aber das Unheil war schon geschehen. Zwei Nixen in schwarzen Gewändern nahmen die beiden in Empfang und führten sie vor die Stirne runzelnder Königin. Inge warf sich ihr zu Füßen und flehte, zu ihrer Mutter heimkehren zu dürfen. Die Nixenkönigin schüttelte streng das schöne Haupt. »Nein«, sprach sie, »nie wieder werde ich euch beide unbewacht umherstreifen lassen. Ja, Ingeborg, nie lasse ich dich wieder von mir. Du bist mir lieb geworden wie ein Eigenkind, sollte mir ein Ersatz sein für meinen lieben Aioli.« Bei der Nennung dieses Namens fiel Inge etwas ein, was ihr ohne der Mutterträne nie wieder ins Gedächtnis gekommen wäre. »Wenn ich dir nun Aioli wiederbringe«, fragte sie mit leuchtendem Blick. »Sein Körper ist zwar verwandelt in einen hässlichen Salamanderleib, aber die großen dunklen Augen seines bleichen Gesichtchens sind voll Sehnsucht nach seiner Mutter.« »Ja«, rief die Königin,
wenn du das könntest. Doch wer bürgt mir, ob du nicht lügst und für immer fortbleibst? Gib deine Seele zum Pfande!« Sie zog Ingeborg zu sich empor und entnahm ihrem Munde eine Perle, herrlicher und reiner als alle, die sie schon am schlanken Halse trug. Ingeborg tat einen tiefsten Seufzer. Die Nixenfee winkte, dass sie gehen könne, sah ihr zweifelnden Blickes nach und erlaubte dann der bittenden Lillilei, ihre Freundin zu begleiten. Wie groß leuchtende Goldkarpfen durchglitten sie pfeilschnell das Flussbecken, tauchten unter Gittern und Mühlrädern hindurch und waren bald an der Treppe, die zum dunklen Gewässer des Mühlenstromes hinabführt. Ingeborg hatte sich zur rechten Zeit des sonderbaren Gespensterwesens erinnert, das sie einst in der dunklen Mühlenecke entdeckt hatte und das ihr damals einen solchen Schrecken einflößte. Sie tappte an der Mühlentür, die glücklicherweise unverschlossen war, und stieg sachte zur mehlbestaubten oberen Boden empor. Dort patschte und rutschte hilflos ein sonderbares Geschöpf umher. Das bleiche Sternlicht, das durch die Dachfenster fiel, zeigte ein blasses Knabenköpfchen auf einem hässlichen Salamanderrumpf. »Komm mit, Aioli«, flüsterte Inge, »ich bring dich zu deiner Mutter.« Das Wesen, das sich scheu in eine Ecke geflüchtet hatte, kam plötzlich wie ein Hündchen herangekrochen. Eine schwache Erinnerung leuchtete in seinen Augen, und willig ließ es sich von Inge die Treppe hinab bis zum Wasser schleifen. »Aioli, liebster Aioli«, schrie Lillilei, als sie es sah. »Ach, armer kleiner Bruder, was hast du aushalten müssen? Aber nun hat deine Not ein Ende. Mutter gab mir ein kräftigendes Zaubermittel mit, als es jeder alte böse Wassermann besaß.« Sie zog eine lange grüne Binse hervor, die sie zusammengerollt an ihren Gürtel trug und umwand damit Aiolis schlüpfrigen Warzenleib. Da war plötzlich der niedliche Nixenknabe bei ihnen, der jubelnd seine Schwester umarmte und dankbar Ingeborgs Hand drückte. Selbdritt schwammen sie im Morgengrauen zum Nixenpalast hinab. Große Freude herrschte im ganzen Nixenreiche. Herrliche Feste wurden gefeiert. Die Königin lachte, tanzte und sang und gab voller Dankbarkeit Ingeborg ihre Seele zurück. Als die Mutter eines Morgens nach tränenreicher Nacht in die Kammer kam, in der so lange das Bettlein leer gestanden, da lag ihr Töchterlein darin, ruhig und frisch, lächelnd in süßen Träumen. Sie traute ihren Augen nicht, rief den Vater herbei und beide standen stumm vor Staunen und vor Verwunderung. Ingeborg schlug die Augen auf. »Ach«, rief sie, »ich habe ja wohl die Zeit verschlafen, warum weckt ihr mich denn nicht?« Sie konnte nichts von all ihren Abenteuern erinnern. Die freundliche Nixenkönigin hatte ihr einen Vergessenstrunk geben lassen und als sie danach fest eingeschlafen war, heimlich von Nixen heimbringen lassen. Als Ingeborg sich später mit einem guten Mann verheiratete, fand sie am Hochzeitsmorgen auf ihrer Bettdecke ein wundervolles Perlenhalsband. Es war das Geschenk ihrer Nixenfreunde. Der Spuk in der Mühle aber war seit langem verschwunden.